Ja, und wir haben hier nochmal einen prominenten Gesprächspartner auf der WAKU-Deutschen Meisterschaft hier in Eisenach, ganz nahe des Thüringer Walds. Wir haben hier nämlich den Bundestrainer aus dem Ring im Vollkontakt-Kickboxen, Kai Becker. Kai Becker, ich habe gerade schon die Frage an Peter Zahr gestellt. Die Deutsche Meisterschaft, du bist auch schon lange im Geschäft. Mehr ein Pflichttermin oder immer noch hohe Emotionen und ein Jahreshöhepunkt? Ich würde es geteilt sagen, es ist definitiv ein Pflichttermin. Allerdings ist unser Wettkampfkalender so lang und wir waren schon auf 3 World Cups heuer und haben schon viele Wettkämpfe gemacht. Von daher ist es für manche Wettkämpfer jetzt an sich ein Pflichttermin, aber natürlich auch für viele Leute noch ein Nominierungskriterium um die Deutsche Meisterschaft. Von daher müssen wir sie kämpfen. Ja, du hast es angesprochen. Du bist mit deinem Team, mit dem Kader immer sehr viel unterwegs und das betreibst du ja sehr vorbildlich und auch intensiver als andere Disziplinen. Wie war denn bisher die Wettkampfsaison bezogen auf die World Cups deines Vollkontaktkaders? War super. Also wir haben bis jetzt alle World Cups mitgenommen, haben auch sehr gut abgeschnitten, jetzt vor allem auch in Ungarn und in Österreich. Und wir sehen auch Verbesserungen, die brauchen wir natürlich auch über die Saison und werden uns dann in der zweiten Jahreshälfte ein bisschen eher zurückziehen, damit wir dann auf der Europameisterschaft auch eventuell für eine ein oder andere Überraschung sorgen können. Ja, du hast gesagt, da ist der ein oder andere bei, der gut drauf ist und ihr habt gute Ergebnisse erzielt. Gibt es da denn jemanden, der im Moment aus dem Kader ganz besonders hervorsticht? Ja, besonders, also aufstrebend ist aktuell die Tatjana Obermeier, die Kämpfe gewinnen konnte, die sie noch vor einem halben Jahr verloren hat. Und das zeigt natürlich, dass wir uns weiterentwickeln. Dann haben wir 2 starke Junioren aktuell, die auch im Seniorenkader schon mitsprechen. Auf die bauen wir natürlich auch besonders. Und ja, dann hoffen wir, dass wir ein starkes Team formen können für die Europameisterschaft. Was sind denn die Ziele für den Kader jetzt für die kommende Europameisterschaft? Müssen es mindestens die Erfolge sein von den World Cups? Ja, es wäre schön natürlich, wenn wir an die World Cup-Erfolge anschließen könnten. Man darf nicht vergessen, 1-2 Nationen fehlen auf manchen World Cups, die auch zu den Führenden gehören, wie die Russen zum Beispiel. Die werden jetzt in Rimini sein, da sind wir auch dort, dann werden wir mal schauen, was dort passiert. Aber ich hoffe natürlich, dass wir wieder gut abschneiden können. Okay, das hoffen wir auch. Vielen Dank, Kai Becker, und dann wünsche ich noch viel Spaß hier auf der Deutschen Meisterschaft in Eisenach. Danke, Lars.